Vivi kocht. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich ganz lange gewartet habe. Und zwar für mich die absolut beste Tontechnikerin des deutschsprachigen Raums, Susan Affolter. Susan, willkommen! Grüß euch! Hallo Vivi. Hallo Susan. So schön bist du da. Ja, sehr. Freut mich sehr. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Susan ist gehört nicht nur für mich und für viele andere, muss ich sagen, zu den absolut hammermäßigsten Tontechnikerin. Sie ist auch noch zusätzlich und vieles, vieles mehr, aber sie ist eine Mega-Köchin. Bei einem Produktionsessen hat sie uns, hast du asiatisch gekocht? Thailändisch? Ja, würde ich sagen. Und da durfte ich zum ersten Mal die Tom Kha Gai Suppe essen und heute ist sie hier und zeigt mir das. Weil Mixen generell ist einfach mein Business. Ja. Oder? Absolut. Es gibt noch als Supplement heute einen Salat, eine Salatsauce sozusagen, die man mit eingelegten Krautsalat machen kann. Oder das, was gerade Saison hat. Wir machen es heute mit Salatgurke. Ist das so korrekt? Genau, also eingelegt würde ich nicht sagen. Ich nehme immer im Winter oder so, nehme ich immer einen frischen Krautsalat. Einfach so was Knackiges. Mhm. Und das muss knackig sein, aber die Soße dazu bereitet man für die, egal für welches Gemüse oder für welchen Salat, man nimmt immer dieselbe Soße. Ich nehme einfach immer saisonale Sachen, jetzt ist es Gurke und manchmal Karotten und manchmal Kraut. Funktioniert außer mit grünem Salat nicht, aber sonst mit allem eigentlich. Ah, genial. Susan, wo hast du dieses sensationelle Rezept her? Ich habe so ein älteres, mindestens 20 Jahre altes asiatisches Suppenbuch und da war das mit drin und was mich am meisten überzeugt hat, ist, dass das Tom Kha Gai nicht nur aus Kokosmilch besteht, sondern eben zur Hälfte auch aus Hühnerbrühe und dann ist das nicht so eine dickflüssige Currysuppe oder ja, wo man danach so aufgeblasen ist, sondern es hat diesen Kokosgeschmack hat es, aber es ist wirklich eine dünnflüssige Suppe und das hat mich überzeugt. Jetzt haben wir relativ viele Zutaten. Zum Beispiel haben wir hier auch Galgant. Ich sage einfach, es ist eine saure Wurzel, die ein bisschen ausschaut wie Ingwer. Mhm. Keine Ahnung. Ist so ein bisschen seifig vom Geschmack her. Ein bisschen zitronig auch, ein bisschen säuerlich. Genau. Und dann haben wir auch, das habe ich noch im Kühlschrank, Limettenblätter. Das sind so dickblättrige. Hol die doch mal schnell. Limettenblätter, die sind, wenn man sie kurz kocht, wie viele thailändische Sachen, dann sind sie ziemlich zäh und man schmeißt sie dann weg, man isst sie nicht und deswegen schnipsel ich die immer noch ganz, ganz dünn, damit die dann, damit man die auch mitessen kann, weil der Geschmack ist sehr lecker. Ach, dann kann man sie mitessen? Genau, ich esse die dann immer mit, aber ich mache die mal ganz rein für den Geschmack und dann auch noch klein geschnipselt, um sie mitzuessen. Genau. Und die riechen fantastisch. Ja, die riechen also sehr gut. Richtig wichtig sind die Korianderwurzeln. Die geben diesen erdigen Geschmack. Korianderwurzel schmeckt anders als das Grün. Es ist nicht so seifig, es hat wirklich was Erdiges. Vivi hat sie ganz toll gewaschen, weil die haben oft noch so eine Schicht, ein bisschen Erde oder irgendwas. Vielleicht auch einfach Fiddly Finger. Ist gut, wenn man die so richtig mit einer Bürste oder so abreibt. Mhm. Und dann habe ich noch eine Hühnerbrühe gemacht. Genau, und habe das Huhn schon gepult, das ist alles schon separiert. Ich bin mir unsicher, ob wir Oyster haben oder ich habe jetzt die, wahrscheinlich der Klassiker. Ich hatte mal ein lustiges Erlebnis, als ich Fischsoße kaufen wollte in so einem Asiaten. Und da habe ich geguckt und nicht gesehen, wann das abläuft, ob die noch gut ist. Weil manchmal findet man ja da Sachen, die haben das zum Teil sind die schon ein Jahr abgelaufen oder so. Und da war da Fischsoße und ich habe nicht das Datum nicht gefunden. Und da kam eine Verkäuferin und hat mich auf Englisch gefragt, was ich suche. Und dann meinte ich, ja, the date. Ich wusste nicht, was Ablaufdatum auf Englisch heißt. Und dann meinte sie nur so, oh, date of kaputt. Fischsoße, no date of kaputt. Also Fischsoße, no date of kaputt. Da kann man ewig daran. Sozusagen die Gewürzpaste. Die besteht aus Ingwer, Knoblauch, Chili und Korianderwurzel. Mhm. Genau, und das muss man einfach so mini-mäßig, weil das ja danach eben nur kurz gekocht wird, muss man das so klein wie möglich schnippeln. Okay. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen prädestiniert. Aha. Oh, das ist ja
Also eigentlich liegt bei mir beim Kochen immer noch so Pflaster. Neben ich habe einen Erste-Hilfe-Kasten hinten drin. Aha. Gut ausgestattet. Also wenn der Susanne, stehst du manchmal nachts auf und gehst an den Kühlschrank? Und wenn ja, was holst du dir raus? Schwierige Frage. Das kommt so unglaublich auf die Situation drauf an. Weil manchmal denke ich, okay, heute Abend esse ich jetzt nur einen Salat. Und dann esse ich nur diesen Salat. Und ich gehe ja immer früh ins Bett. Jetzt alle Achtung, um 8 oder 8:30 gehe ich ja meistens ins Bett, wenn ich nicht arbeite. Schön noch ein Stückchen lesen und dann schlafen. Und dafür dann mit der Sonne aufstehen. Ja, genau. So um 5, 5:30, 6. Ja. Jetzt im Sommer ist herrlich. Nur wohne ich an der Langstraße. Und da sind halt dann immer noch ganz viele Leute, die noch nicht im Bett waren. Und das ist dann auch so ein bisschen seltsam, wenn man dann da zwischen diesen Party-People seinen Tee auf dem Balkon trinken möchte. Naja, auf jeden Fall stehe ich dann meistens noch mal auf, wenn ich eben nur einen Salat gegessen habe und esse ein Stück Käse. Hast du eine bestimmte Sorte, die du am liebsten machst? Ja, ich vergesse immer die Namen, aber in diesem tollen Käseladen an der Ankerstraße, darf ich sagen, wie der Laden heißt? Klar. Das Welschland. Ah. Die haben unglaublich tolle Weichkäse und davon esse ich dann. Aber was ist da dein Lieblings- und Weichkäse? Ja, ist der ist jetzt Schäfer? Momentan gibt es einen, der ist so in einem, nee, der ist ein Kuh. Aha. Aber der ist in so einem braunen Tontellerchen, so hoch, wie eine gebrannte Creme. Einfach ist dieser Käse drin. Ah, ja, ich weiß, was meinst, ja. Hat eine grün-weiße Etikette obendrauf. Oh. Und der schmilzt schon beim Angucken. Also logisch ist der in so einem Gefäß, weil der würde dir sofort durch die ganze Küche fließen. Mhm. Unglaublich lecker. Und nimmst du ein Stück Brot und gehst da so richtig rein? Ich oder nimmst du einen Löffel? Rein, ohne Brot. Also genau. Mit einem Löffel? Mit einem dumpfen Messer. Oh. Stumpfen. Also so ein Buttermesser. Jo. Oh. Herrlich. Das sind geschnittene Zwiebeln. Das sehen ja aus wie Brunoise. Oh lala. Also, ich muss ehrlich gestehen, meine Mutter hat nicht gut gekocht. Oh. Und da fand ich eigentlich dann die Tomatensoße, die Napoli-Soße aus der Migros, fand ich am besten. Freitag gab es immer Fischstäbchen. Fand ich auch lecker. Mit Mayonnaise aus der Tube. Und dann hat mein Vater, also meine Mutter hat gekocht, aber sie hat auch gearbeitet. Also deswegen hat sie halt schneller eine Ravioli-Dose aufgemacht als was anderes. Ne? Klar, und es waren die 80er. Da die war das 70er. Auch, 70er war es auch gang und gäbe. Da kamen ja die ersten Sachen aus den Konserven. Es wurde alles viel einfacher für die Frauen, einfach schnell mal was zu kochen. Ja, und man hat halt ja, Knorr, Maggi. Wir hatten einen großen Garten, da mussten wir mal arbeiten. Und da gab es halt dann ganz viel Gemüse im Sommer. Ja. So. Und dann musste er ja. Und das war aber immer gut. Und was mein Vater mochte, Knoblauch. Und mein Vater mochte Schnittlauch. Und der hat manchmal einfach nur so Schnittlauchsalat gemacht. Das war einfach so eine kleine Schüssel. Da hat er Schnittlauch, Öl, Essig, Salz reingemacht. Das war's? Und da haben wir einfach so rohen. Ich fand das herrlich. Neben diesen ganzen Büchsenfood von meiner Mutter fand ich das super. Das mal noch wirklich. Und wir sind dann auch immer wieder Pilze sammeln gegangen. Mein Vater kannte sich unglaublich gut aus den Pilzen. Oh. Und dann, das mochte ich auch sehr. Dann diese frischen Pilze anbraten und dann aufs Butterbrot. Nach der Wurzel kommen so dickere Teile. Die schneide ich ein bisschen weg vom Grün, damit man das Grün dann einfach noch über die Suppe oder über den Salat zupfen kann. Ne? Und so dieses Dickere mache ich dann am Schluss noch in die Suppe rein, so die letzten 2 Minuten oder so. Okay, und die Wurzeln? Die mache ich noch kleiner jetzt. Alles klar. Mach mal mit dem Zitronengras. Das kannst du schon mal halbieren. Also ich würde mal die oberen 3-4 Zentimeter abschneiden. Und du hast gesagt 4 bis 5 Stangen, ne? Ja, von dem kann man ordentlich nehmen. Ja. Also mal die so? Genau, würde ich mal so abschneiden. Was macht man damit? Die schmeißt man weg. Okay. Und unten auch oder ein bisschen? Oder könnte man jetzt für eine Brühe noch was machen. Ah ja, klar. Und unten auch ein bisschen? Nee, das würde ich dran lassen, okay. Weil dann halten die nämlich zusammen. Weil jetzt halbierst du sie längs. Aber nur unten, ne? So ab hier erst. Nee, ich würde sie ganz halbieren. Aber dann halten die halben ich verstehe. Zusammen. Und wenn man das wegschneidet, dann hat man ganz viele von diesen blöden Blättern. Mhm. Und so kann man die es nicht mögen können, so einfach rausnehmen aus der Suppe.
Aha, wir schmeißen das so rein. Jo. Oh, genial. Ja, wie ist das eigentlich? Du arbeitest ja in extremen Männerdomäne. Ja. Genau. Also ich habe... Wie ist das? Muss man sich da die ganze Zeit... Ich meine, wir haben 2023, aber muss man sich immer noch so durchsetzen? Weil ja, manchmal ja, schon. Ja. Also ich finde es immer noch... Es hat natürlich, denke ich, jetzt auch mit dem Alter zu tun, dass ich einfach nicht mehr... Ich habe ja angefangen zu lernen mit 25. Mhm. Und da, zum Glück in der Roten Fabrik, da war 50-50, Männer, Frauen. Da, ah, damals schon? Ja, das hat überhaupt keinen Aus... Aber danach auf freier Wildbahn sozusagen, mhm, da musste ich dann mich dann schon immer, also ich habe ja viele Bands gemischt am Anfang, bevor ich viel Theater gemacht habe. Mhm. Und da war ich immer die Freundin vom Bassisten. Was? Nicht vom Bassisten, vom Gitarristen. Nee, ich bin einfach die Mischerin. Aber dann bist du die Freundin vom Sänger. Nein. Also das war immer so. Also entweder man war ein Groupie von der Band oder vom Veranstalter, aber einfach so eine Frau in der Mischpult, das war schon... Es gab noch welche in Bern in der Reitschule, die waren auch sehr progressiv. Und dann gab es die Babs in Basel, die hatte mich eigentlich noch vor 95 da so ein bisschen eingeschult. Das war eine der ersten Frauen in der Schweiz. Es gibt auch eine Frau, die mittlerweile schon sehr lange im Schauspielhaus arbeitet, die Katrin Brendlin. Die hat 10 Jahre vor mir oder so hat die das gelernt. Und also das muss noch mehr. Aber das gab, also Frankreich ist immer noch so ein bisschen, eine Frau im Ton. Also Licht haben die sich schon dran gewohnt, aber Ton ist immer noch. Ah, krass. Ja, also da kam mal einer, das war sehr lustig. Warte ganz kurz, was kann ich jetzt machen? Diese Limettenblätter, nimm da mal so eine. Ja. So. Diese, ja, genau, mach die mal. Also jetzt. Sag mal, wie groß. Genau, also jetzt würde ich erstmal diese Dinger, diese harten Dinger rausschneiden. Alles klar. Genau, mach das mal bei. Warte mal, müssen wir einen Kopf. Also, Alter, was ist das denn? Doppellimettenblätter. Doppelmobil, ne? Aha, also erstmal genau, schneid den Strung raus. Genau. Gut. Strang. So. Ah, super. Genau, also ich schnipsle hier immer noch an diesen Dings kleiner machen. Und dann schnipp ich die kleinen. Und dann, also du kannst ab jetzt anfangen, einfach so ganz dünne Streifen. Oh, ah, okay. Ich sehe es jetzt echt schlecht. Ja, ich. Ja. Aber also nicht dicker als das. Alles klar, mache ich. Oh. Mhm. Jawohl. Ah, die Babs aus Basel. Die Babs aus Basel, genau. Und dann eben war ich mal in Frankreich in der Nähe von, also war eigentlich Vorort von Paris, an einem Tanzfestival mit Simon Ottoloni. Mhm. Und da, das war in einem Theater, wo es unten noch eine Schneiderei gab fürs Theater. Mhm. Und da kam der Schneider, oder der da gearbeitet hat, der kam hoch in den Saal und hat gesagt, ich wollte nur mal gucken, es arbeitet eine Tontechnikerin. Ich wollte mal gucken, wie die so ausschaut, eine Tontechnikerin. Was? Ja. Und das war 2016. Nein. Doch. Das war unglaublich. Und ich dachte, blöder Hund, also du als Mann in der Schneiderei, ja, eben, ist jetzt auch nicht so oft anzutreffen. Nee, aber der hat das so, also ich hab's als... Kompliment doch eigentlich. Nee, ich hab's sexistisch. Aha. Es ging nur darum, wie ich ausguck. Aha. Und es war nicht irgendwie, lass dich begrüßen, hallo oder irgendwie so, sondern es war ein... Oh Gott. Ja, genau. Werden Streifen geschnitten, ja, ne? Was würdest du jungen, angehenden Tontechnikerinnen, ich meine, die müssen ja trotzdem, dass wir jetzt 2023 haben, trotzdem manchmal noch kann man in solche Situationen kommen. Ist ja noch nicht vorbei, die ganze Geschichte von diesem Gedisse, wenn man in einer Männerdomäne arbeitet. Was würdest du solchen jungen Frauen raten? Boah, also Frauen muss man ja generell irgendwie was raten. Ja. Finde ich jetzt, also mein, ob man jetzt im Büro arbeitet oder auf einer Baustelle oder ich weiß auch nicht. Also, man, also eigentlich so, wie du es gemacht hast. Ja, man muss sich halt getrauen auch. Und was auch hilft, das hat mir eine Freundin gesagt, wenn man weiß, man kommt in eine schwierige Situation und man will ja dann auch nicht irgendwie laut werden oder irgendwie so, sonst steht man schon so als hysterische Tante da. Was wirklich hilft, ist sich einen Michelin-Anzug vorzustellen und den bläst man mal so schön, bevor man da reingeht, um sich auf.
Was ist ein Michelin für unsere? Michelin ist, sind so Reifenpneus. Mhm. Das Michelin-Männchen hat ja, ja hier alles so voller Reifen. In Deutschland sagt man Michelin-Männchen. Michelin. Genau. Jo, das Michelin, Deutschsprache. Genau. Genau. Und da pumpt man sich das, dieses ja. Michelin-Männchen ja. um sich auf. Das ist nicht schlecht. So, und dann geht man gut gestärkt rein ja. und da kommt Prost. Schon das erste Arschloch, sagen oder das erste irgendwie. Und doing. Ja. Das springt dann einfach und das funktioniert. Ah, cool. Das ja, genau. Also hier habe ich die. Boah, sind die klein. Und riech, ne? Oh, lecker. Schafsmilch, weil ich trinke Tee morgens und dann mache ich da Schafsmilch rein. Oh, echt? Keine Kuhmilch. Ah. Und man findet auch aus diesem Welschlandladen, die kriegen jeden Dienstag kriegen die Demeter-Eier. Oh. Und das sind die besten Eier ever. Mhm. Und davon findet man bei mir auch immer im Kühlschrank, mhm. weil ich mag es morgens ein 3-Minuten-Ei zu essen. Was wir jetzt machen, sind die Limetten auspressen. Das Wahnsinnsgewitter hier auch. Ja, da steht man uns noch. Hier ist nämlich ein volles Gewitter im Gange. Vivi schließt das Fenster. Na, ganz butterzart, ne? Mhm. Aber eben, das andere hat auch Geschmack. Und für den Geschmack mache ich jetzt noch ein paar Zehe rein. Machen wir hier noch für die Salatsauce, mache ich hier jetzt noch so Ingwer, Chili, Knoblauch. Wärmen wir. Wir nehmen, ich sag mal, normalerweise nehme ich ein kleines Fläschchen. Da ist irgendwie ein Dezi oder ein halb drin mhm. von diesem Reisessig. Mhm. Da machen wir einen Suppenlöffel Zucker und einen Suppenlöffel gestrichen Zucker und gestrichen Salz rein. Okay. Jedem einen. Und das wird alles aufgewärmt, bis das geschmolzen ist. Es wird nicht gekocht. Mhm. Es wird nur geschmolzen und dann wird das reingemacht. In das Warme. In das Warme. Mhm. Das und der Limettensaft. Okay. Und vom Feuer genommen. Dann ist das nicht mehr so roh. Und ah. das ist dann, bis es dann so ein bisschen ja. kühler geworden ist. Und da kann man dann immer noch so einen Tropfen, zwei Sesamöl reinmachen. Okay. Damit muss man aber immer sparsam sein, weil das ist. Weil die so intensiv ist, ne? Ja, ich mach die mal auf. Ja. Das ist das Zimmer, das ist wirklich. Genau. Und dann kommt noch. Boah, keine Ahnung, ich mache einfach mal rein. Das sind jetzt so 3 Esslöffel. Jo, vielleicht, ne? Mhm. Aus dem Maus. Mh, lecker. Boah, diese Säure ist sensationell. Ja, gut. Würde. Okay, hier geht es um die Nuss. Erdnüsse, die auf den Salat kommen am Schluss. Mhm. Man hört's, ne? So als Soundmensch ist das auch ein wunderschönes Geräusch. Super. So, jetzt sind die teilweise aber noch ganz, ist ja egal, dann machen wir noch mal zu. Es gibt so viele Minzen, ja. keine Ahnung, also bei meinem Bauer auf dem Markt am Helvetiaplatz. Mhm. Wie heißt der? Liechti und Abi. So, jetzt machen wir, bevor wir mit dem ganzen Gekoche anfangen, machen wir schon mal die Salatsauce über die Gurken. Und weil ich würde mal ein bisschen umrühren, damit alles mitkommt, ne? Damit nicht nur das. So, ich mache da jetzt einfach mal. Das erste, was wir machen, ist die Currypaste anbraten. Okay. Mal mit Olivenöl. Okay. Ich mach mal, aber bevor ich. So, da muss man richtig viel, ne? Damit es wirklich nicht anbrät. Mhm. Eieiei. Kocht. Wir machen rein. Genau. So, Currypaste rein. Zum Glück haben wir alles schon im Öl getunkt mhm. davor. Aber trotzdem, ne, saugt schon auf. Ich geh schon mal runter mit dem Feuer ein bisschen. Weil echt, das ist so nervend, wenn das jetzt anbraten würde. Mhm. Mach lieber schon hier Öl rein. Nächste Charge. Zitronengras, Galgant und die Limettenblätter rein. Und braten das Ganze noch mal 2-3 Minuten weiter. Mhm. Auch gucken. Ein Liter
kommt noch. Upsala. Einen Liter. Und hier noch ein Fond zu können. Die Champignons, die kannst du vierteln. Mhm. Ja, genau. Also, ich mache jetzt mal No Date of kaputt. Mhm, einen schönen Spritzer. Genau, aber auch da immer Pause machen. Probieren. Uns einwirken lassen und dann probieren. Weil sonst ist es irgendwann Hölle. Mhm. So. Fein, die man mitessen kann. Kann auch die großen mitessen, ne? Aber das schmeckt nicht fein. So, und dann schneiden wir zack, zack jetzt die Auberginen. Mhm. Ich mach mal Viertel. Okay. Voll frei. Nicht schlecht. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Sollte nur noch sieden. Ja, dann stelle ich ganz runter. So, und jetzt machen wir die Champignons rein. Zack, zack. So, weil wir ein Huhn gekocht schon haben, brauchen wir dieses Hühnerfleisch nur noch aufzuwärmen. Das heißt, alle, die rohes Fleisch nehmen, vielleicht ein bisschen wärmer, länger auf dem Herd. Wir wärmen es nur auf. Danke euch beim Zuschauen. Danke Vivi sehr für die Einladung. Danke dir für dieses tolle. Ich habe echt Hunger. Ich auch. Echt Hunger. Okay, jetzt probieren wir erst. I want to first salad und dann. Wie du willst. Ja, genau. First salad. Also ich mache da ja danach immer noch mehr Erdnüsse drauf. Weil es geht echt um die Suppe. Richtiger Power-Salat. Und jetzt? The Soup. Ich nehme da ein bisschen Reis. Aha, okay. Ein bisschen Soup. Ja. Schau mal. Das ist ja Wahnsinn. Nicht? Dadurch, dass wir jetzt nicht 2 Liter Kokosmilch reingetan haben, ne? Man merkt, das Huhn kommt durch, die ganzen tollen Gewürze. Und das ist einfach fantastisch. Tschüss, war schön.